Hallo, ihr fantastischen Leute da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Retro Panda Pickups. Und ihr habt schon oben am Titel gesehen, ist der Panda jetzt total verrückt geworden? Was hat er sich gekauft, das wirklich so bekloppt ist? Und was für eine Geschichte steht dahinter? Das erzähle ich euch gleich. Ja, allgemein steht der Monat eher unter dem Thema weniger ist mehr. Ich habe mir einmal den unvernünftigen Klopper gekauft und ein paar Limited One Spiele sind angekommen. Endlich, lange vorbestellt. Ja, es waren eigentlich noch ein paar Spiele im Zulauf, beziehungsweise zwei Spiele noch im Zulauf. Aber ich wollte das Video jetzt eigentlich drehen, weil ich keine Zeit mehr habe sonst die Woche und deswegen müssen die dann wahrscheinlich in das nächste Pickup-Video reinrutschen, was wahrscheinlich auch diesen Monat kommt, da ich am 20. Juli auf der Retro-Börse in Wissen bin. Ja, da wird es dann natürlich dann wieder ein Pickup-Video dazu geben. Vielleicht bringe ich auch mal die Kamera mit und drehe mal so ein paar Eindrücke. Ich muss mal schauen, wie ich das einigermaßen gemanagt kriege. Auf jeden Fall wird es dann da wahrscheinlich noch mal ein paar Spiele geben, auf jeden Fall. Wenn ihr da auch seid auf der Börse in Wissen, vielleicht sieht man sich ja. Ja, ich habe immer so schlechtes Gesichtergedächtnis und Namensgedächtnis. Deswegen im Zweifel mich einfach anlabern und dann schnacken wir ein paar Worte. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. So, und jetzt will ich aber auch jetzt nicht lange vorreden, sondern kommen wir gleich mal zu den Unvernünftigen. Treue Zuschauer des Kanals wissen es wahrscheinlich schon. Und zwar ist das das originale Modul von Trip World. Da habe ich ja auch gleich, nachdem ich das Modul gekauft hatte, einen Test dazu gemacht, weil ich natürlich scharf auf das Spiel bin. Und das ist ein Modul, was ja schon zu den teuersten Gameboy-Modulen zählt, die es gibt. Also wenn man so bei eBay reinschaut, ist es meistens jetzt so Sofortkauf, so 120, 130 Euro. Okay, Sofortkaufangebot heißt ja nicht unbedingt gleich, dass es auch zu dem Preis unbedingt gehandelt wird. Kennen wir ja alle. Und eBay ist halt eher hochgegriffen. Wie kam ich dazu? Ganz einfach eigentlich. Beziehungsweise, keine Angst, ich will jetzt nicht rumheulen, hatte etwas traurige Geschichte. Privat geht es mir momentan nicht ganz so gut, habe mit einigen Sachen zu kämpfen momentan. Keine Angst, ich will das jetzt nicht weiter ausführen oder ähnliches. Auf jeden Fall steht bei mir jetzt nächsten Monat die Scheidung an. Ja, da muss man durch. Und da habe ich noch den Ehering gehabt. Und jetzt, wo der Termin der Scheidung steht, vor Gericht und so weiter, dachte ich mir, gut, den musst du loswerden, den Ring. Und das ist natürlich auch sowieso verarsche, ne? Weil was man für so einen Goldring vorher bezahlt hat, und wenn man das natürlich verkauft, ist das natürlich logischerweise nur Schmelzgold wert, klar. Ist natürlich noch nicht mal ansatzweise so hoch. Ja, und da kamen so rund 105 Euro raus. Und dann dachte ich mir, irgendwas musst du damit machen. Irgendwas musst du damit machen, dass du jetzt quasi einen letzten Fuck you quasi hast. Sowas in der Art. Das kann jetzt, darfst du jetzt nicht irgendwie in den Alltag in irgendwas reinfließen. Das muss eine unvernünftige Sache sein, die einfach schreit, Fuck you, hätte ich mir sonst nie gekauft. Und da fiel mir Trip World ein. Weil ich dachte mir, Trip World habe ich immer mal wieder irgendwo mal gesehen. Ne? Das ist ja bekannt, dass es eines dieser selteneren, teuren Module ist. Und mir gefiel das Spiel eigentlich. Also es gibt ja viele von diesen teuren Modulen, die sind im Prinzip nur teuer, weil das Spiel selten ist und nicht, weil das Spiel an sich gut ist. Ich sag nur sowas wie Beethoven, was ja in OVP, glaube ich, letztens für 3000 Euro weggegangen ist oder ähnliches. Aber das gefiel mir so vom Stil her. Das hat so ein bisschen fröhlichen Stil und zwar so ein bisschen Kirby-Stil, habe ich auch alles im Test beschrieben. Verlinke ich vielleicht hier euch irgendwo oder unten. Ich schau mal, ob ich dran denke bei der Bearbeitung. Und dachte ich mir, okay, Trip World soll es sein, als Fuck You Ausgabe. Ne? Unvernünftig, hättest du sonst nie gekauft. Ich würde niemals so viel Euro für ein Modul kaufen. Was ich jetzt exakt bezahlt habe, sage ich jetzt nicht, aber es war nicht dreistellig. Und ich kam im Prinzip durch Zufall. Ich habe jetzt dann einfach mal bei Twitter mal gefragt, hey, hat das wer? Ne? Weil ich hatte keinen Bock hier auf eBay Sofortkauf hier. Ne? Ich bin ja immer eher so Tendenz, ich will den fairen Preis zahlen, der marktüblich ist. Also ich will jetzt keinen hier über den Tisch ziehen oder sowas, aber man muss ja auch nicht den höchsten Preis nehmen. Da habe ich rumgefragt und
ein Freund eines Freundes, so nach dem Motto über Twitter, da hatte sich dann bei mir gemeldet. Er hatte das. Hat mir Fotos geschickt. Zustand ist soweit in Ordnung. Ihr habt das Modul ja auch in dem Video gesehen. Ja, und dann sind wir uns relativ zügig einig geworden. Ich habe ihm das überwiesen, er hat mir das geschickt. Ich bin sehr zufrieden, muss ich sagen. Und das ist wirklich so eine unvernünftige Ausgabe. Eigentlich für mich persönlich habe ich jetzt beschlossen, dass ich für ein loses Modul so viel jetzt nie auszahlen würde. Wenn das hier sowas wie Super Nintendo Big Boxen sind oder sowas, da ist ja noch ein bisschen mehr da drumherum. Das ist dann klar, dass es dann oft dreistellig wird und so weiter. Aber so ein einzelnes Gameboy-Modul. Wie gesagt, es war noch nicht dreistellig, aber normalerweise wäre ich da nie bereit, so viel zu bezahlen. Aber das so also als Sonderausgabe, so als Symbol. Ich hoffe, ihr versteht so meinen Gedankengang und so weiter. War mir das wichtig. Und deswegen ist das nach dem Motto, ist der Panda verrückt geworden? Ich hoffe, ihr könnt es jetzt beantworten mit, nein, verstehe ich. Man muss sowas einfach mal machen. Ja? Und deswegen ist TripWord in meiner Sammlung, viele bezeichnen es irgendwie so als Holy Grail, aber eigentlich, es ist ja nicht selten. Wenn ihr auf eBay guckt, egal wann, so ein, zwei Module sind immer im Angebot. Es ist halt einfach nur teuer. Holy Grail bezeichne ich immer eher so Spiele, die vielleicht ein, zweimal im Jahr auf eBay landen. Die wirklich, wirklich selten sind. Aber TripWord, keine Ahnung. Also ich bin auch bei der Recherche für den Test nicht unbedingt klüger geworden, warum es jetzt so teuer ist. Immer so ein paar halbgaren, seidene Aussprüche, wie zum Beispiel in den USA ist es ja nicht erschienen. Und deswegen ist es, aber es sind so viele Titel nur in PAL und Japan erschienen und trotzdem nicht so selten. Manche sagen, okay, eine kleinere Auflage und so weiter. Bei manchen hatte ich gesehen, dass es eventuell nur in Österreich und in Schweiz erschienen ist. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall, das Spiel ist schön, unvernünftige Ausgabe, aber ich denke mal in meinem Fall verständlich. Nicht, dass ich mich für euch rechtfertigen muss, um Gottes Willen. Es soll jeder machen, was er will und es soll jeder ausgeben für sein Hobby und seine Spaßartikel, wie er möchte. Aber ja, TripWord, meine Fuck You-Anschaffung quasi. Aber jetzt haben wir da jetzt lang genug gelabert. Ich würde sagen, kommen wir zu den Limited Run Stuff. Und da habe ich ja auch schon ein Video zu gemacht. Und zwar ist das Sigil. Ich versuche mal so, dass es nicht unbedingt spiegelt. Das habe ich mir quasi in der Big Box Version von Limited Run bestellt. Und ja, das habe ich vor Ewigkeiten bestellt. Die hatten da wirklich Produktionsverzögerung drin. Ich weiß gar nicht warum. Kurze Zusammenfassung, was ist Sigil? Sigil ist quasi eine weitere Kampagne. Das ist ja so verschiedene Episoden, heißt das, glaube ich, aufgeteilt. Das Original Doom, ich glaube, waren es drei oder waren es vier? Ich glaube, es waren drei. Und der John Romero, der damalige Level-Designer, also John Romero ist eigentlich jeden, der sich so ein bisschen mit dieser Geschichte, der Ego-Shooter und sowas auseinandergesetzt hat, dürfte eigentlich ein Begriff sein. Und der hat sich jetzt hingesetzt und eine neue Episode für das originale Doom gemacht. Quasi so als Mod kann man das quasi sagen. Und das kann man auch sich kostenlos runterladen, nur dieses Sigil-Mod. Einfach mal kurz googeln, Sigil, also S-I-G-I-L und dann John Romero runterladen, blablabla, braucht ihr natürlich eine originale Version von Doom, aber die kriegt er ja bei GOG, die, oh, wie heißt sie, die Ultimate Edition oder irgendwie sowas, keine Ahnung, die kriegt er dafür 3 Euro geschenkt. Sollte man sowieso in jeder digitalen Sammlung haben, denke ich mal. Ja, und da gab es Limited One, hat dann quasi eine schöne Box dazu veröffentlicht. Ja, auch da habe ich ein Unboxing gemacht. Da blende ich vielleicht irgendwo den Link zum Video ein, wenn euch das näher interessiert. Ich fand es halt super, weil das Spiel auf so einer USB 3,5 Zoll Diskette kommt, die so perfekt nachgeahmt ist. Aber was mich wirklich, wirklich, wirklich überrascht hat und wirklich ein Fan von bin, ist der Soundtrack. Der hat Buckethead gemacht. Das war, glaube ich, ein Gitarrist von Guns N' Roses oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall, ich kannte ihn vorher nicht, obwohl ich ja schon ganz gerne mal ein bisschen Metal höre und so weiter. Aber der Soundtrack, der fetzt. Und der ist nämlich auch als CD drauf. Auch da, wenn ihr dieses Sigil euch runterladen wollt, nur die Kampagne kriegt ihr kostenlos. Aber wenn ihr die Kampagne plus die Musik haben wollt, ich glaube, boah, kostet 6 oder 7 Dollar oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall war hier quasi als Komplettpaket dabei mit dem USB-Stick und dem Soundtrack.
Wunderbar, ich bin sehr begeistert. Die Box ist auch sehr hochwertig aufgemacht, hier so mit hervorgehobenem Print und sowas. Auch das Design finde ich sehr, sehr schön. Bin ich sehr froh, war natürlich nicht ganz billig. Ich glaube 40 Euro oder irgendwie sowas, also mit Versand und tralala, bis das alles hier angekommen ist. Aber das war es mir wert, mal so ein bisschen ein Teil von John Romero zu haben. Klingt ein bisschen komisch jetzt. Ich weiß, aber ihr versteht was ich meine. Hat so Original Doom und vor allen Dingen, weil ich ja so ein gewisses Fable so für alte PC-Bigboxen habe und das in dem Stil gemacht ist. Finde ich schön, macht sich gut im Regal und ich habe ja auch reingespielt. Macht einen sehr, sehr guten Eindruck, wobei ich jetzt keine Zeit gefunden habe, das jetzt nochmal durchzuspielen oder ähnliches. So, dann in demselben Paket kam von Limited One endlich Windjammers an. Ja, Windjammers war eigentlich, glaube ich, ein Arcade-Automat. War ich sehr skeptisch von, aber wir haben ja unsere Bestellgruppe und da habe ich mich einfach angeschlossen nach dem Motto, ja gut, komm, bestell mit, mir sagt das Spiel gar nichts. Ich habe mir vorher natürlich den Trailer mal angeschaut. Sieht schön aus, schön spaßig und so weiter. Und mir sagte das Spiel so gar nichts. Aber, und das kommt dann nächste Woche Sonntag. Ich habe nämlich so ein kleines neues Testvideo gemacht, also so ein kleines neues Format. Mal gucken, wie es bei euch ankommt, ob ich das weiterführe oder nicht. Würde mich dann natürlich nächste Woche über Feedback freuen. Und zwar, wie habe ich es genau genannt? Den Kampf von des Pile of Shame. Also dann nehme ich mir quasi ein paar Spiele von meinem Pile of Shame. Ich spiele so ungefähr 10 Minuten an, um einfach mal so einen Eindruck von dem Spiel zu gewinnen. Um einfach mal zu gucken, okay, so und so spielt sich das. Natürlich habe ich es mir gekauft, weil irgendwas ja mein Interesse geweckt hat. Aber um mal so ein bisschen Gefühl zu bekommen, wie spielt sich das Spiel, wenn ich in der Laune bin für XY, okay, dann ist das Spiel was für mich. So nach dem Motto. Und da habe ich jetzt unter anderem jetzt auch Windjammers angetestet. Im Prinzip kann man sagen, es ist eine Art Pong auf Steroiden. Wenn man das so bezeichnen will. Also im Prinzip habt ihr so eine 1 gegen 1 Situation, wie so ein Volleyballfeld oder ähnliches mit einem, ich weiß gar nicht, ob das ein Netz oder einfach nur eine Linie in der Mitte ist. Und ihr schießt Frisbees hin und her. Klingt jetzt sehr, sehr einfach und Ziel ist es halt, die Frisbee quasi an die Ecke des gegnerischen Feldes ranzuholzen. Gibt es natürlich nur noch bestimmte Felder, die etwas schwerer zu treffen sind, die geben etwas mehr Punkte und so weiter. Also hier in der Mitte natürlich, wo der gegnerische Spieler eher die Frisbee abfangen kann, gibt es natürlich mehr Punkte als an den Rändern, wo dann halt schwerer ist. Guckt euch das Video an, dann werdet ihr es verstehen. Dann gibt es natürlich dann verschiedene Spezialfähigkeiten, verschiedene Charaktere und so weiter. Und einfach von der ganzen Aufmachung und weil das Gameplay so super flüssig von der Hand geht, macht das echt Spaß. Wobei, so gesehen, das Grundspielprinzip ist halt Pong. Ja? Und Pong ist nichts Komplexes, aber weil es so fluffig, so einfach ist, haben wir es echt Spaß gemacht. Natürlich dann noch die allgemeine Aufmachung, ne? Bier, Strand, Sommer, Sonne, so nach dem Motto. Wer hat das nicht gerne? Also, eine super Empfehlung, Windjammers von Limited One. Wie gesagt, Limited One ist ja eigentlich so, für die es nicht kennen, ist so ein Unternehmen, die nehmen sich halt Indie-Spiele meistens, die sonst nur digital erscheinen und macht eine limitierte physische Auflage. Und weil ich ja für mich beschlossen habe, ich bin ja hauptsächlich PC-Spieler und da habe ich mich schon lange abgefunden mit Steam und Co. Spiele nur digital zu haben. Aber als ich mir die Switch gekauft habe, habe ich für mich beschlossen, okay, das ist eine Konsole, genau das willst du nicht haben. Und zwar, ich habe mir noch nie ein digitales Spiel für die Switch gekauft und ich gehe immer nur auf physische Version. Und daher bin ich ganz froh, wenn es solche Unternehmen gibt und man dann sowas physisch hat. Ne? Weil irgendwie so das Sammlerherz, ich will den Vorteil der Konsole ausnutzen, dass man es halt physisch hat und nicht digital. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ja, dann kommen wir zu dem nächsten Limited One Spiel und als ich das gesehen habe, ich habe das Spiel von den vielen nicht gehört, aber allein von der Idee. Bomb Chicken. Und zwar ist es ein 2D-Plattformer, wo ihr ein Huhn spielt. Okay. Soweit, okay. Ein Huhn, ungewöhnlich als Spielheld, aber jetzt nicht so, dass man jetzt wow, sowas abgedrehtes habe ich noch nie gesehen. Ne? So ist es ja nicht. Ja, aber warum heißt es Bomb Chicken? Das Huhn legt keine Eier, sondern Bomben.
Ich weiß, ich bin wahrscheinlich der Einzige, den das gerade so, so super amüsiert. Und das ist halt Spielprinzip. Also ihr könnt auf Knopfdruck, blub, 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 Bomben legen. So, das habe ich gesagt, das ist ein Plattformer. Sieht es aber nur auf den ersten Blick so aus. Seitenansicht und so, schöne Pixeloptik, sieht alles schön aus. Auch das Spiel habe ich nicht in den vor nächste Woche das Video angespielt. Das habe ich so für mich ein bisschen angespielt, weil ich einfach neugierig war. Und zwar kann das Huhn nicht springen. So. Aber ihr habt Hindernisse. Wie macht ihr das? Ganz einfach. Mit den Bomben. Und zwar ist die Spielmechanik quasi so, die Bomben können sich ja auch stapeln. Das heißt, wenn da oben eine Plattform ist und ihr dahin wollt, seid ihr oben, unten Bomben, schnell weg, Bomben explodieren. Und so sind halt die Rätsel aufgebaut, so erledigt ihr Gegner. Ihr könnt die Bomben natürlich noch schön hin und her kicken. Herrliche Prämisse. Und da bin ich echt froh, dass ich das physisch habe. Das ist so herrlich bekloppt. Und genau das suche ich in diesen schönen kleinen Indie-Spielen. Nicht irgendwie sowas, so AAA-Spiel, was Wege, die schon längst ausgelaufen sind, sondern ein Huhn, das Bomben scheißt. Was will man mehr? Fantastisch. Empfehlung von mir aus auf jeden Fall. So, und damit das Video jetzt nicht allzu lange wird, und das ist auch das letzte Pickup, auch diesmal nicht von Limited One. Mensch, habe ich falsch im Kopf gehabt. Und zwar Hollow Knight. Ja, auch da, ist ein bisschen blöd gelaufen. Und zwar, glaube auf PlayAsia hatte ich das vorbestellt. Ich weiß gar nicht mehr, wo das genau war. Da war nämlich Hollow Knight noch nicht offiziell als EU-Release quasi angekündigt. Ich hatte es bestellt und irgendwann kam dann raus, okay, es erscheint hier in Europa auch ganz normal als Modul. Aber das ist jetzt eine andere Version, wo nämlich schon alle Content-Packs mit drin sind. Ich weiß gar nicht, ob das in der normalen Version, die hier jetzt erschienen ist, auch so ist. Auf jeden Fall ist denn hier quasi alles dabei. Und dadurch, ja gut, habe ich jetzt quasi da vielleicht einen Tick mehr bezahlt, ein bisschen mehr Aufwand gehabt, aber dafür habe ich den ganzen Content Pack. Ja, Hollow Knight, warum habe ich mir das geholt? Und zwar, mir sagte das Spiel schon etwas, ich habe aber jetzt nicht aktiv irgendein Video dazu gesehen, aber ich mochte einfach den Stil, weil ich bin ja einfach so ein Fan, wenn ein Spiel einen bestimmten Stil hat und diesen schön durchzieht und der schön harmonisch ist. Ja, das kann Pixel Art sein, wie bei Bomb Chicken oder Valiant Hearts, dieses erste Weltkriegsspiel oder Ori und the Blind Forest, irgendwie sowas. Bin ich der Fan von, wenn man einfach nicht die Technik, wir wollen jetzt möglichst viel Polygone oder sowas, sondern damit man einfach kreativ mit verschiedenen Stilen umgeht und die entsprechend einsetzt. Sowas finde ich schön. Und da habe ich das Spiel angesprochen. Das kommt dann, habe ich jetzt aber auch nächste Woche dann in dem Video angespielt. Macht einen sehr, sehr schönen Eindruck. Wobei ich sagen muss, es ist schon etwas düsterer von der ganzen Atmosphäre und so weiter. Deswegen ist es, glaube ich, nicht unbedingt ein Sommerspiel, für mich zumindest. Aber ich freue mich so, dass sie auf Herbst zu spielen. Das ist halt ein Metroidvania. So, ich sollte nicht bei warmem Wetter aufnehmen, glaube ich. Ja, ihr spielt den Hollow Knight. Ob der so heißt, weiß ich gerade gar nicht, ehrlich gesagt. Hat diese schöne Kreatur mit den beiden Hörnern, ist alles so schön weiß. Und habt ein Schwert und müsst dann halt die Level erkunden und euch dann typisch Metroidvania-mäßig halt Rätsel lösen und so weiter. Also ich war etwas überrascht, weil ich dachte, eigentlich das wäre normaler Plattformer. Aber ja, ist Metroidvania, was natürlich auch nicht verkehrt ist. Ne? Ich gehe meistens immer relativ blind in so Spiele rein. Ich sehe immer so meistens irgendein Trailer-Video. Ach ja, das Ding gefällt mir. Kaufe ich mir. Ne? Man ist halt zum Glück mittlerweile in der Lage und ist nicht mehr armer Schüler, dass man Kohle schon mal für sowas über hat. Aber jedenfalls hat mir das auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich da mal so im Herbst, so im Winter, denke ich mal, werde ich das mal rauskramen, da ein bisschen tiefer einzusteigen. Soll glaube ich auch nicht gerade einfach sein. Aber naja, gut, ja. Das waren meine überschaubaren Pickups, wobei es natürlich vom monetären her auch nicht gerade billig war. Es muss ja nicht immer der große Haufen sein, da kommt man eh nicht dazu, das alles abzuspielen. Ne? Ja, ich freue mich wieder, dass ihr reingeschaltet habt auf jeden Fall und vielleicht sehen wir uns am 20. in Wissen. Ne? Macht's gut, ihr fantastischen Leute. Tschüss.